Fünfte, Neumeier. Und was war denn deine bisher beste Platzierung? Das war der 11. Platz. Super. Das war ja wahr. Und den möchte ich natürlich überbieten. Also 11. Platz, wenn es eine Altersklasse gäbe, da hättest du wahrscheinlich gewonnen. Ja, mit über 50 wäre ich schon. Aber über 40 hätte ich noch drin, weil der Ball in Hinten ist ja auch mittlerweile mit über 40. Genau. Ah, da gibt es natürlich schon ein bisschen so interne Rivalitäten. Sag kurz, wo kommst du her? Aus der Ramsee. Aha, das ist die Gegend, wo die Salzburger daheim sind, gell? Ja, Salzburger sind wir sehr stark vertreten. Ja. Leider ist kein Bewohner. Eigenartig, gell? Ja, ich weiß nicht, was los ist. Ja, vielleicht, die sind möglicherweise zu stark und wollen auch die Zeit nicht verderben, oder? Nein, ich glaube nicht, das ist wunderschön. Wir sind ein gastfreundliches Land. Ja. Na, Mike, was erwartest du jetzt? Wetterbericht hast du gehört. Wenn man möglicherweise Regen erwartet, vielleicht auch doch Kälte in der Nacht, muss man sich da von der Einstellung her, von der Vorbereitung, von der Verpflegung ein bisschen anders organisieren? Nein, glaube ich nicht. Ich denke, das ist überhaupt kaum, dass wir sehr entscheidend ist, die Einstellung zu ändern, zu sich selbst, dass man sich selber gut organisiert, von Reinigung, Einstellung, Antrag. Da darf Peter kein Unterschied, ob es zu Sonne scheint oder ob es einfach ist. Wichtig ist, dass ich das Auto drüber kriege. Bei ihm in Rahmen komme ich immer drüber. Schau her. Recht hat er. Gell? Da hat man einen Batsch nochmal beim Auto und der ist nicht schnell repariert. Gell? Aber wenn man zum Mechaniker muss, am Monte Rollo oder so, da ist keiner um. Da bleibt man hängen. Mike, alles Gute für deine x-te Teilnahme. Mike Kimberger, meine Damen und Herren, Applaus aus Zell am See. Einig. Und wir freuen uns, wenn du dann im Ziel morgen ankommen wirst. Hopp, da habe ich was gesehen.